Morgen Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder unterwegs mit Finn. Moin, ich bin auch wieder dabei. Ja, wir versuchen heute mal ein paar Barsche zu fangen. Ein bisschen oldschool. Ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt, aber hast du meinen parat? Ja. Mit Zockern. Genau, denn wie so ein Paternoster dann. Ein paar Gummifische da drüber. Und ich habe nur einen Zocker dran. Mal schauen, ob die Barsche Bock drauf haben. Sonst habe ich noch von Nace, den Blade Runner. Ja, mal schauen. Die Pelagisch-Route haben wir auch wieder am Start. Wer weiß, vielleicht finden wir auch den einen oder anderen Hecht. Wir gucken auf jeden Fall und können ihn vielleicht pelagisch anangeln. Bleibt dran und viel Spaß beim Video. Habe ich dir nicht gesagt? Ist auch gar kein schlechter. Auch wieder 90 haben. Ja, oder Meter? Echt? Ja. Oh ja. Schönes Ding. Geht bestimmt noch mal. Immer 90. Petri. Oh, Petri, Dank. Geilo. Nice. Den wollte er haben. Richtig schön weggefaltet. Wollte richtig machen. Schöner Fisch, würde ich sagen. Will ihn so auf 85 schätzen. Kein großer Ort, hat hier hinten irgendwas. Ja, aber ein schöner Fisch. Ich würde sagen, jetzt bist du dran, Tom. Yes, sir. Oh Mann, Leute, kurz Adrenalin gehabt, ey. Ihr habt's ja gesehen, er hing kurz. Der Gummi sieht so aus. Richtig, richtig komisch. Hatte ich noch nie beim Pelagen. Gab einen schönen Tock, ich habe angehauen, aber der Fisch war irgendwie weg. Also, keine Ahnung, man kann jetzt auch nicht sehen, ob es ein Hecht war oder... Weil der Köder, der sieht halt schon... Ich denke mal eher, das war ein Hecht, so wie der hochgeschossen kam. Ja. Aber... Wir haben noch ein bisschen und wir werden bestimmt noch einen fangen, wenn es so weitergeht. Bleibt dran. Ich habe ja gesehen, dass Tommy den Fisch verloren hat und er hat mir gerade erzählt, dass er hektisch geguckt hat, wie er die Bremse aufkriegt bei der Baitcast, weil die ist ja hier genau neben der Kurbel. Und deswegen habe ich zum Beispiel im letzten Video, wie ihr gesehen habt, war das ja so relativ ruckartig, wie der Fisch die Schnur genommen hat. Das war nämlich, weil ich hier... Beim Pelagen muss man ja die Bremse relativ zu haben, damit man den Anhieb durchsetzt. Und weil es dann halt sein kann, wenn man einen großen Fisch dran hat, dass er direkt in die Bremse geht, drücke ich einfach auf den Clipper, womit man halt die Schnur freilässt. Weil so kann ich dem Fisch gezielt, beziehungsweise man merkt es ja, wenn der Fisch Sehne nehmen möchte, so kann man dann halt klippen und den Fisch gezielt und kontrollierter halt die Sehne geben. Und nicht so hektisch wie Tom eben halt... versuchen die Bremse loszukurbeln, damit der halt dann Schnur nehmen kann. Weil das könnte jetzt eben zum Beispiel der Ursprung oder die Ursache gewesen sein, weshalb der halt ja, ausgestiegen ist. Deswegen habe ich es halt so gemacht und genau. Ja Leute, man lernt immer dazu. Jetzt wisst ihr auch den Grund, warum das letzte Mal so ein bisschen ruckartig aussah. Ja, nächstes Mal werde ich es jetzt auch probieren, wenn wir noch einen raufkriegen und mal schauen, ob es dann klappt. Hope you find me.
weg! Werbe. Junge, es ist zum Kotzen! Was war das denn? Junge! Oh, die Shit macht die Mutter auf. Freunde, ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, mit dem Daumen zu bremsen. Das mache ich jetzt das erste Mal und das funktioniert echt gut, weil man kann den Widerstand auch selbst bestimmen sozusagen. Und man merkt ja, wenn der Fisch weg will wie jetzt, und der macht man halt wieder zu und ich muss sagen, richtig guter Tipp. Jawohl. Endlich. Edri. Vielen Dank. Das ist er jetzt. Keine Ahnung, so ein 80er Pike. Selbst die stehen hier im Freiwasser. Und der hat auf jeden Fall, wenn ihr es mal schaut, einen schönen Bauch. Also, der hat sich auf jeden Fall schon ein paar Barsche hier schmecken lassen. War direkt neben Schwarm. Und der Lütte darf jetzt auf jeden Fall wieder schwimmen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, immer kontrollieren den Köder, ne? Der hat ja jetzt hier schon einige Fische gesehen. Aber wenn man sich jetzt mal das Stahl anguckt, wie aufgebröselt das schon ist und ja, schon einige, also eigentlich könnte man schon sagen kaputt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dran ziehen würde. Na gut, es hält jetzt noch ein bisschen, aber wenn Fisch dran ist, dann würde ich das auf jeden Fall nicht mehr fischen. Das heißt, immer schön nachgucken, ob euer Stahl noch vernünftig sitzt und ob eure Hauptschnur noch vernünftig oder euer Vorfach noch unbeschädigt ist, weil so kann man definitiv nicht weiter fischen. Den machen wir jetzt ab. Neuer ist auch schon montiert. Bei dem bleiben wir heute mal, bei dem Pelagic Chat. Der rasiert ja ganz gut heute, hat schon zwei Fische gebracht. Und den müssen wir dann neu basteln, damit der dann beim nächsten Mal wieder einsatzbereit ist, weil so kann man den definitiv nicht weiter fischen. Ja, vor allen Dingen, wenn die Hechte, die einem auch noch Zähne, wenn die da noch einmal gegen ratschen, ne? Ja. Also, ich würde sogar behaupten, dass ich den auseinanderziehen könnte, wenn ich den jetzt hier einmal mit der Zange nehme. Ja. Und Zack. Das war nicht mal großer Kraftaufwand. Also, beim nächsten Hecht wäre das definitiv in die Hose gegangen. Also, lieber einmal mehr nachgucken, als nachher einen Fisch zu verlieren, weil... Dann schwimmt der nämlich mit dem Haken rum und das ist nämlich auch nicht so geil für einen Fisch. So geht ein erfolgreicher Nachmittag. Wir waren ja jetzt echt nicht lange draußen. Ich bin nach der Arbeit zu Finn gefahren und dann sind wir rausgefahren. 3-4 Stunden waren wir aktiv am Angeln. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben noch mal jetzt eben ein bisschen Revue passieren lassen, ob das eine echt ein Zander war oder nicht, weil ihr habt ja gesehen, der Köder war komplett eingefaltet. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr vermutet, ob es ein Zander war oder ein Hecht. Ja, ich würde sagen, gibt es noch was zu sagen? Ja, war ein erfolgreicher Tag, ne? Jeder konnte einen Fisch fangen. Ist auf jeden Fall, hat man nicht jeden Tag, dass es so gut beißt, ne? Ich meine, wir haben auch wieder viele Fische verloren oder beziehungsweise viele Fische, die nicht gebissen haben, nur hochgekommen sind, geguckt haben. War grundsätzlich ein erfolgreicher Tag. Die Barsche haben nicht so mitgespielt. Haben wir relativ früh gemerkt, dass die Schwärme, die wir gefunden haben, eigentlich so gar keinen Fisch gebracht haben. Aalkram kleiner, aber mit den Barschen sollte es heute nicht gewesen sein. Aber Hechte haben richtig gut gebissen und ja, war relativ erfolgreich, würde ich sagen. Genau, mit viel Glück fangen wir vielleicht auch mal einen Zander pelagisch. ja, mal schauen. Finn hat mir eben auch eben erzählt, dass er schon ein paar Zettis drauf hatte, vermutlich, aber noch irgendwie keiner richtig rausgekommen ist. Ja, pelagisches Angeln, wie beim letzten Mal schon, ist halt eine zähe Angelei, nicht jeder Fisch beißt, der auch gucken kommt. Naja, wir werden auf jeden Fall nochmal ein Video drehen und bis dahin, haut rein, Leute, haut rein. Und lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Ciao, ciao.